Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment. Hallo zu einem neuen Video mit diesen zwei kleinen Persönchens, mit Glücksbärchen. Vielleicht kannst du dich an ihn noch erinnern vom letzten Jahr. Das ist das Fohlen von Herzblatt, meiner Mini-Shetty-Stute. Da dieses kleine Energiebündel. Und ich hatte noch ein zweites Mini-Shetty-Fohlen, und zwar das Fohlen von Porzellinchen, und zwar Keramik. Der links, der hübsche kleine Mann. Das war auch ihr allererstes Aufeinandertreffen. Bei der Geburt gab es einige Troubles. Wir waren dann auch in der Klinik. Aber der kleine Mann lebt und es ist jetzt hier alles gut. Und die zwei Mini-Shetty-Fohlen haben letztes Jahr auch bei jedem Spaß bei mir mitgemacht und waren einfach super lieb. Glücksbärchen hat er zum Beispiel hier auch auf der Fohlenschau gewonnen. Bestes Fohlen. Und das war eine richtig tolle Zeit, bis ich dann mich von den beiden getrennt habe und ein neues Zuhause gesucht habe. Die Gründe erzähle ich dir da jetzt rechts oben. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, die zwei nochmal zu besuchen. Wie es den beiden jetzt geht, wo sie wohnen. Ich habe natürlich ganz genau im Vorfeld geschaut, wer hat sich da gemeldet, wer möchte gerne Glücksbärchen und Keramik haben. Ich wollte sie unbedingt nur zu zweit hergeben. Und da wohnen sie jetzt. Schau dir mal diese Aussicht von ihrer Weide aus an. Ich bin so begeistert. Die zwei sind in Österreich geblieben. Und zwar sind sie in die Steiermark gezogen. Meine Ponys und Pferde leben ja in Niederösterreich. Und jetzt hier in der Steiermark. Und schau, wer da schon so mega neugierig hier raufgeblickt hat. Ja, und schau, wer da jetzt hier noch so ein bisschen unbeeindruckt weiter frisst. Ich habe mich so gefreut, die zwei wiederzusehen. Da ist mir einfach so das Herz aufgegangen, die beiden gesehen, und ich habe einfach ein so gutes Gefühl. Die neue Besitzerin zeige ich dir jetzt dann gleich auch nochmal in diesem Video. Und es hat mir so schöne Feelings gegeben, die zwei einfach zusammen nochmal zu sehen, dass es ihnen gut geht, dass einfach hier alles passt. Natürlich haben sie jetzt hier nicht die schönste Figur, weil normalerweise kannst du ja ein Fohlen ansehen, wenn es halt ganz jung ist, so bis einen Monat schauen sie richtig süß aus, und dann so das Pferd dann wieder mit 3, 4 Jahren. In der Zwischenzeit, da müssen sie sich halt dann noch so ein bisschen zusammenwachsen, und da sehen sie jetzt optisch jetzt nicht die mega Augenweide, aber ich bin trotzdem so begeistert gewesen. Und wie du siehst, Keramik, der sich jetzt gerade hier mit dem Hellen das so gekrault hat, dem geht's auch gut. Und ich musste sagen, ich musste an so viele Momente denken, auch in der Klinik. Und es ist sehr schwer gewesen, da einfach nochmal daran zu denken. Und so schön ist einfach jetzt zu sehen, wie gut es ihm geht, dass mir einfach da auch so ein paar Tränen gekommen sind, weil einfach dieser Moment einfach sehr, sehr schwierig war letztes Jahr, als er dann auch in der Klinik war und dass er mit dem Auge und dass er diese Biestmilch da nicht bekommen hat und dass sie die da in der Klinik Gott sei Dank gerettet haben. Es war so schön, einfach wieder ihn zu sehen, dass es ihm halt gut geht und dass, ja, dass er einfach da quietschfidel ist. Mittlerweile haben sie eben auf der einen Seite auch das Auge entnommen. Also das ist auch vollkommen okay und es fällt einfach überhaupt nicht auf. Und es war einfach so schön, den kleinen Mann da wieder so zu umarmen und dass ich einfach weiß, es geht ihm gut und er hat ein super schönes Leben da. Und jetzt muss ich schon wieder weinen. Es war, als ich dort war, war es schon so schwierig, da hatte ich schon so einen Kloß im Hals und ich hätte mir never ever gedacht, dass es mir so extremst schwer fällt. Ich dachte mir so, okay, ja, ich muss es irgendwie schaffen, aber dass es mir doch dann so schwer fällt, mich dann zu trennen, ist schon echt ein starkes Stück. Und dabei hatte ich ja die Fohlen ja ein Dreivierteljahr halt da, bis sie dann eben ins neue Zuhause dann umgezogen sind. Und es tut auf jeden Fall halt mega gut zu sehen, dass es den beiden halt gut geht. Muss ich mir noch so ein paar Tränen aus dem Gesicht wischen? klassisch. Ja, da witzig, schau mal hier, diese Stelle, die Keramik da bei seinem Ohr hat, diesen weißen Fleck, den hatte er nicht damals.
Und ich habe dann auch mit der neuen Besitzerin gesprochen und sie hat auch gesagt, ja, das hatte er mega lange nicht und auf einmal ist es gekommen. Und normalerweise, wenn Pferde halt so eine weiße Stelle haben, dann kann sie eine Druckstelle sein. Also das muss eigentlich nichts Gutes heißen. Aber die Fohlen tragen keine Halfter, da kann einfach nichts dran gewesen sein. Also warum auch immer wächst da jetzt einfach hier, wachsen hier da weiße Haare raus. Finde ich ein sehr großes Wiedererkennungsmal. Da siehst du Glücksbärchen neben seinen anderen zwei Hengstfreunden. Der helle ist ein ganz junger Hengst und der dunkle ist schon ein älterer Hengst. Die sind so lieb miteinander. Hier siehst du auch das Fell von Glücksbärchen, was sich aber noch verändern wird. Der wird noch viel grauer. Also der wird richtig grau-weiß. Das wird sich alles noch ändern. Und wie man sieht, macht es sich jetzt doch mal richtig schön für diese Videoaufnahme. Hey, Glücksbärchen. Ich dachte, ich hatte jetzt auch keine Bürste dabei. Ich habe jetzt meine Putztasche nicht mitgenommen. Ja, er hat sich nochmal so extra ins Zeug gelegt, dass er besonders schön jetzt ist. Und da links davon sieht man auch diesen älteren Hengst schon und der ist halt einfach super lieb auch zu den Jungs. Also zu den Jungen ist einfach mega angenehm und es ist so eine nette Gruppe. Also es sind lauter Hengste, also Keramik und Glücksbärchen, dann dieser helle, die sind alle jung und dann eben dieser ältere Mini-Shetty-Hengst, der auch mega schön ist. Und ja, dass die sich einfach so gut verstehen, macht mich einfach sehr glücklich. Und dass Keramik jetzt hier dann auch ankommt und nachschaut, was hier los ist, macht mich auch mega glücklich. Und das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen. Und das gibt mir einfach ein mega gutes Gefühl, dass das einfach hier auch passt. Was sagst du dazu? Schreib mir das gerne in die Kommentare, falls du nochmal genau wissen möchtest, warum ich mich damals dazu entschieden habe, die Minister abzugeben. Schau dir bitte unbedingt das Video an. Ich erkläre dir das dann dort ganz genau. Ich wollte das jetzt nicht alles nochmal wiederholen, aber dort ist wirklich eine ganz, 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 ganz genaue Erklärung. Ich muss dir halt auch sagen, das mit der neuen Besitzerin, weil das ist die neue Besitzerin, die Sarah, die hat sich bei mir gemeldet und hat mir halt eben alle Infos geschickt, hat eben, wie der Stall ist, was sie halt mit den Ponys vorhat, wie das so ist. Also sie hat sich so richtig beworben und ich musste sagen, ich hatte bei der Sarah sofort ein gutes Gefühl. Die ist so ein unfassbar lieber Mensch, dass ich mittlerweile einfach sagen kann, dass sie einfach schon zu meinem Freundeskreis gehört. Ich war jetzt auch in dem letzten halben Jahr mit ihr. Sicher, also einmal waren wir in Deutschland, einmal war sie bei mir zu Hause und einmal waren wir bei ihr, einmal habe ich bei ihr übernachtet und so. Also, die ist so nett und wir haben immer wieder auf WhatsApp Kontakt. Dann schickt sie mir Fotos und so und die ist einfach so richtig, richtig lieb und ich freue mich so, dass die beiden einfach so eine tolle Besitzerin bekommen haben und da einfach auch alle zusammen stehen. Siehst du auch diesen älteren Hengst schon, der links. Der ist auch richtig schön, oder? Was sagst du zu dem? Ich finde den so bildhübsch. So ein richtiger Hengst. So ein gekörter Hengst. Sie hat nämlich auch mehrere Mini-Shettys und auch Noriker, also Kaltblüter. Ja, und genau so ein 5-Sterne-Zuhause wünsche ich mir auch für die Isländer-Fohlen, die momentan bei uns am Hof stehen. Also, falls du da auch irgendwie für die ein Zuhause haben solltest, ein richtig gutes Zuhause, dann melde dich auch sehr gerne. Alle Infos gibt es da jetzt auch in der Infobox. Ja, ich bin happy. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verlinke dir da jetzt noch zwei weitere Videos. Bei dem einen siehst du auch die Mini-Shettys nochmal in klein. Und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Hör auch sehr gerne meinen Podcast, Anita Girlie Themen Sprachmemos. Bis dann. Tschüssi.